Das wird jetzt eher unspektakulär. Dann werden wir einmal die helle Seite nutzen, damit wir die Quest perfekt abschließen können. Na komm. Noch ein Piepsvögelchen und du wirst es bereuen. Pieps, pieps, pieps. Autsch! Idiot! Wenn es euch nicht gefällt, sagt es doch einfach. Ich kann auch andere Tiere. Schreckkatze, Froschhund, kowakianischer Echsenaffe, was ihr wollt. Hier, ich bin Kerkermeister Nash. Ich beaufsichtige diese Zellen und Sklavengruben. Ihr seid der Akolyt, den Tremel für den Test geschickt hat, richtig? Er hält viel von euch. Wir sollten zur Sache kommen. Das lässt sich machen. Also, diese drei Gefangenen wurden zur Überprüfung hergebracht. Ihr müsst sie angemessen verhören und dann über ihr Schicksal entscheiden. Die Verurteilten werden normalerweise hingerichtet oder müssen in einem Gerichtskampf ihren Wert beweisen. Wie ihr auch entscheidet, ihr vollzieht die Strafe. Zeigt mir diese widerwärtigen Wesen, deren Ende bevorsteht. Gut. Dann fangen wir an. Die hier, links. Ihr Monster kriegt nichts aus mir raus. Tut einfach, was ihr tun müsst. Lasst mich deutlicher werden. Wenn ihr nicht kooperiert, werde ich euch erledigen. Ich habe keine Angst zu sterben. Respektlos bis zuletzt. Wie gesagt, sie wurde geschickt, um einen imperialen Spion im Yavin-System umzubringen. Trotz Folter blieb sie bei ihrer Aussage, dass sie anonym angeheuert wurde. Kriegt es doch in euren verdammten Schädel. Ich wusste nicht, dass er ein Imperialer war und ich weiß nicht, wer mich angeheuert hat. Also wollt ihr mir sagen, dass ihr kein Attentäter der Republik seid? Ich bin nicht politisch. Ich arbeite für denjenigen, der bezahlt. Nun, sie leugnet die Anklage nicht. Also müsst ihr jetzt entscheiden. Hinrichtung oder Gerichtskampf? Was wählt ihr? Hier werden wir einmal die helle Seite nutzen. Weder noch. Sie könnte sich als nützlich erweisen. Schickt sie zum imperialen Geheimdienst. Ich arbeite nicht umsonst. Ihr habt sie verschont. Interessant. Bitte, ich bin ein Sith wie ihr. Seid nicht voreingenommen und gewährt mir einen Gerichtskampf. Ich bitte euch. Oh, ihr wollt kämpfen. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr mich schlagen könnt, oder? Dieser Haufen Elend ist Devotek. Einst ein angesehener Sith-Kämpfer. Bis er eine wichtige Mission in den Sand setzte und wegen ihm tausende Imperiale starben. Und jetzt seht ihn euch an. Ich habe 24 Jahre treu gedient. Dann ein Fehler und sie warfen mich fort. Jetzt wurde ich hier zum Verrotten zurückgelassen. Bitte lasst mich noch einmal das Gewicht einer Waffe spüren. Von mir gibt es keine Wohltaten. Fühlt das Gewicht einer Waffe an eurem Hals. Ich sterbe in Schande. Gut, jetzt muss ich mir diese verwitterte Trauermine nicht mehr ansehen. Danke. Und er muss eure auch nicht mehr ertragen, Kerkermeister. Nun, der letzte Gefangene ist etwas rätselhaft. Sein Name ist Breck und er ist ein nervöser Jammerlappen, der im Verdacht steht, gefälschte Dokumente an Agenten der Republik geliefert zu haben. Schon eigenartig. Er beteuert trotz schwerer Folter weiter seine Unschuld. Nebaga Imana, Naki Naya, Bila Magnam Unyakana Lebek. Also bitte, wer würde sich die Mühe machen, euch reinzulegen? Nibikat Nakamak, Nebaga Imana, Naki Naya, Bila Magnam Unyakana Lebek. Davon lässt er nicht ab und wir haben nur Indizienbeweise.
Ich glaube, es könnte sein, dass er es wirklich nicht getan hat. Wie entscheidet ihr euch? Mich interessiert nicht, ob er unschuldig ist oder nicht. Foltert ihn so lange, bis er es zugibt. Ruhe, zappeliger Narr. Die Entscheidung ist gefällt. Tja, so viel dazu. Ihr seid interessant. Ich sehe, wieso euch die Leute im Auge behalten. Kehrt zu Aufseher Trebel zurück. Mal sehen, was er von euren Entscheidungen hält. Der wird unsere Entscheidung sehr gut finden. Weiß ich einfach. So, zack. Dann wird er niemals akzeptiert. Schade. Er schien stark zu sein. Nicht stark genug für die Gräber. Dafür habe ich gesorgt. Der steht auch noch hier. Guck an. Ist das alles? Alles, was Lord Renning bekommen konnte. Kehr zu deinem Meister in den Bestienpferchen zurück, bevor ich dich in Stücke schneide. Entschuldige die Wartezeit. Diese Unterbrechungen sind wirklich lästig. Wechseln wir das Thema. Deine Prüfung im Gefängnis. Lass uns über Solenz, die Attentäterin, sprechen. Sie wollte einen imperialen Spion ausschalten, wusste aber nicht, dass sie für die Republik tätig war. Du hast sie dem imperialen Geheimdienst zugeteilt. Mein Blut. Das war eine weise Entscheidung. Man sollte potenzielle Werkzeuge nie verschwenden. Vielen Dank, Aufseher. Euer Lob bestärkt mich. Entscheidend ist, dass es auch Darth Barras gefallen würde. Kommen wir nun zu Devotek, dem ehemaligen Krieger. Er wollte einen Kampf, aber du hast ihn einfach getötet. Perfekt. Der Kerl war einfach nutzlos. Ich verschwende nie meine Zeit. Wenn etwas verbraucht ist, sollte man es entsorgen. Sprechen wir zuletzt über den Fälscher, den du trotz seiner scheinbaren Unschuld zu weiterer Folter verurteilt hast. Eine starke Entscheidung. Wir müssen wirklich jeden Stein umdrehen. Selbst ein kleiner Stein kann große Wellen schlagen. Sehr gut. Du zeigst Scharfsinn und Weitsicht. Es ist immer das Beste, jeglichen Zweifel aus dem Weg zu räumen. Was ist schon der Verstand oder das Leben eines Mannes gegen das Schicksal des Imperiums? Du hast zu jeder Zeit bei jedem Gefangenen immer die bestmögliche Entscheidung getroffen. Vielleicht bist du soweit, Vemhryn im Kampf um die Gunst von Darth Barras herauszufordern. Hier ist eine kleine Belohnung. Selbstverständlich habe ich alles richtig gemacht. Ich bin perfekt. Wir werden es herausfinden. Werde nur nicht übermütig. Nur ein kleiner Fehler. Und du bist tot. Weil ich dich vorzeitig in die Akademie geholt habe, wird Darth Barras dazu geneigt sein, streng über dich zu urteilen. Und streng bedeutet in diesem Falle tödlich. Wir müssen nun mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Du darfst nicht bemerkt werden, bevor wir nicht bereit sind. In den Höhlen von Marka Ragnos Grab befindet sich eine Bestie, die er zum Schutz seines Vermächtnisses zurückgelassen hat. Begib dich dorthin, setz dich zwischen die Flammen und warte dort auf die Bestie. Ich drehe Monstern im Schlaf den Hals um. Nicht so voreilig. Um diese Kreatur zu besiegen, musst du alles geben. Begib dich erneut ins Tal der dunklen Lords und finde Marka Ragnos Grab. Wir sehen uns, wenn die Bestie tot ist. Viel Glück. Das sollte doch kein Problem sein. Nach dem ganzen Gelaber geht's jetzt auch mal mit Action weiter. So der langweilige Teil von Korriban ist das. Wir müssen mal zu einem Händler ein bisschen was verkaufen. Mich ärgert es immer noch, dass ich den Staubmantel mit mir rumschleppe. Auf der imperialen Flotte kommen und dann in unser Fach sperren. Wegschmeißen möchte ich ihn ungern. Vielleicht findet er doch noch Verwendung. Wie sieht's creditsmäßig aus? 471, na, das klingt doch super. Können wir uns jetzt auch unser Set mal anziehen. Endlich. Das wir dann nochmal weiterhin sinnlos mit uns rumschleppen werden. So, Dankeschön. Yep. Sehr schön.
Was wir auch dann bei der imperialen Flotte unbedingt wegsperren müssen. Ah, ich muss hier hin. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Schrott verkaufen, einmal reparieren. Das verkaufen und das kann auch weg. Und das kann auch weg. Braucht keine Medipacks. So. Die Quest da kann man ignorieren. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute. Die ist auch eher langweilig, meiner Meinung nach. So, dann wollen wir mal ins Tal der dunklen Lords. Oder im Tal der dunklen Lords, wie auch immer. Heilige Ruin. Tal der dunklen Lords. Korriban. Statuen sind ja auch richtig krass hier. Möchte ich mal dazu erwähnen. Das Wildlandlabor. So, ein Stockwerk tiefer, bitte. Aber eigentlich kann man hier auch runterspringen. Hallo. Ein junger Akolyt, der meine Experimente sehen möchte. Das freut mich. Ich hoffe, der Anblick eines besudelten Operationstischs macht euch nichts aus. Ich fürchte mich nicht vor toten Dingen. Gut und schön, aber Abwesenheit von Furcht ist nicht dasselbe wie wahres Interesse. Das hier war einmal ein Toccata. Das sind die hundeähnlichen Kreaturen, die in den Gräbern von Korriban hausen. Sieht äußerlich nach nichts Besonderem aus. Nur ich kann sehen, dass dieses Geschöpf ein Ausdruck purer Energie der dunklen Seite ist, die hier Gestalt erlangt. Wenn ihr der Einzige seid, der es sehen kann, ist es am Ende gar nicht da. Die Ignoranz zweifelt oft an der Wahrnehmung der Weisen. Euch fehlt die Erleuchtung. Die Macht ist lebendig. Sie drückt ihren Willen in der physischen Welt aus. Dieser Toccata war eine Form davon. Sind wir auch so eine Form? Sith verkörpern die höchste Erscheinungsform des Willens der Macht. Ich habe hunderte von Toccatas seziert und dadurch eine direkte Verbindung zur dunklen Seite geschaffen. Jedes Tier, das ich untersuche, bringt mich dem vollkommenen Einssein noch näher. Ich stehe kurz vor einem großen Durchbruch. Und jetzt geht es nicht weiter. Mein wichtigstes Exemplar, ein mutierter Toccata, ist in die Gräber entkommen, bevor ich ihn analysieren konnte. Die Galaxis ist ein grausamer Ort. Ihr versteht mich nicht. Ich habe einen wichtigen Schlüssel verloren, mit dem ich die wahre Essenz der dunklen Seite hätte entdecken können. Ihr Akolyten müsst euch doch für die Prüfungen in diese Gräber begeben. Ihr könntet den Toccata für mich jagen und mir sein perfektes Gehirn bringen. Meine Schülerin Malora hat gesehen, in welches Grab das Tier geflohen ist. Fragt sie danach. Helft mir und ihr werdet belohnt. Warum sendet ihr nicht eure Schülerin aus, um das Biest zu fangen? Das Labor liegt ihr mehr als die Gräber. Ich fürchte, sie besitzt nicht euren Schnack. Fragt Malora, wo ihr nach dem Toccata suchen müsst und kehrt dann mit seinem Helm zu mir zurück. Ja, das können wir tun. Halt, hier gibt es noch ein Business-Objekt. Das nehme ich natürlich mit. Da gibt es auch gleich ein Level-Up als Belohnung. Sucht ihr Lord Remmings vermisstes Haustier? Ihr verschwendet eure Zeit. Seine Forschung führt zu nichts. Ich möchte mich einfach nur amüsieren. Wie schön, dass es noch andere gibt, die das nichtssagende Geplapper meines Meisters durchschauen. Renning hat es geschafft, dem Rat der Sith einzureden, dass er das Wissen der Sith erweitert. In Wirklichkeit verplempert er Zeit und Ressourcen des Imperiums damit, dass er geistlose Tiere seziert. Aber wenn seine Experimente in Verruf kämen, würde er verbannt und ich würde belohnt. Was soll ich dagegen tun? Es braucht nur eine winzige Änderung am Hirn des mutierten Toccata. Und schon kann ich meinen Meister als Scharlatan entlarven. Bringt mir das Hirn, bevor ihr es Lord Renning übergebt. Und ihr werdet es nicht bereuen. Im Schatten Fallstricke zu legen, ist nicht meine Art. Ich bitte euch doch nur, dass ihr mir die Chance gebt, das zu tun, was wir beide für richtig halten. Der mutierte Toccata ist ins Grab von Mark Karagnos entkommen. Man erkennt ihn leicht daran, dass er größer ist als die anderen. Bringt mir das Hirn, bevor ihr dann zu Lord Renning geht. Dann kümmere ich mich um den Rest.
Ah ja. Ah ja. Werden wir aber nicht machen. So, da wäre noch ein Händler, den brauchen wir jetzt im Moment nicht. Ich bin übrigens froh, wenn wir die Gleiternavigation haben. Da geht es ja alles ein bisschen schneller vonstatten. So, wir sind jetzt übrigens schon Level 7. Die Quest ist ausgelegt für Level 7, okay. Und die ist für Level 6 ausgelegt, also werden sie doch ein bisschen angepasst. Da man das jetzt verändert hat, damit man jetzt sehr viel schneller levelt. Hallo. Schade, gibt es keine Bonus-Quest. Aber auch nicht so tragisch. So, dann holen wir uns mal so einen Köder. Ja, jetzt müssen wir einfach mal kurz warten. Ich hoffe, das respawnt sehr schnell wieder. Jupp, respawnt ziemlich schnell wieder. Na komm her. Yay. So schnell kann's gehen. So, dann können wir uns auch nach diesem kurzen Ausflug wieder unserer Klassenquest widmen. Wie wir es ja eigentlich vorhaben. Nur hier auf Korriban, wie gesagt, ich mache noch ein paar Nebenquests einfach mit. Wird dann auf Balmora ganz anders verlaufen, glaubt mir. Und auf den anderen Planeten. Ach, auf Balmora. Ja doch, auf Balmora auch. Ich wollte aber eigentlich auf Drum und Cas hinaus. Aber ja, auf Balmora wird es auch ein bisschen anders verlaufen. So, für euch gab es doch eine Bonusmission, oder? Oder nicht? Tja, kann eben nicht. Dann leckt der Fett. So, danke schön. Wir müssen. Wo muss man lang? Oh, ist nicht euer Ernst, ey. Ihr wollt echt, dass ich mit dem Taxi echt erst ins untere Wildland gehe, bevor ich hier hingehe? Alter Spiel, willst du mich verarschen? Oh, nee, ist nicht euer Ernst. Das ist doch total sinnlos. Mir wurde auch das blöde Forschungslabor angezeigt. Oh, wie sinnlos, ganz ehrlich. Na gut, jetzt können wir wenigstens die Quest bei Lord Renning abgeben, aber trotzdem, ey, jetzt muss man den ganzen Weg wieder zurücklatschen gleich. Boah. Wie dumm. Langsam geht mir die Geduld aus. Habt ihr jetzt endlich das Gehirn des mutierten Tukata dabei? Boah, bleib ruhig, Junge. Jemand anderen schicken? Ich habe, warum ich gebeten wurde. Ah, hervorragend. Zeigt her. Euer Tierchen war viel zu leicht zu töten. Dann geht doch zurück auf die Schlachtfelder. Dort findet ihr bestimmt größere Erfüllung. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen, aber jetzt muss ich weiterforschen. Wenn also sonst nichts mehr anliegt. Malora hat verlangt, dass ich euer Experiment sabotiere. Stimmt das, Malora?
Wenn ihr meiner Forschung nicht die gebührende Anerkennung zollt, kann ich euch als Schülerin nicht gebrauchen. Nein, Meister, es ist alles gelogen. Ich habe euch nicht verraten. Ich erkenne die Wahrheit, wenn ich sie höre, Malora. Ich entlasse euch aus meinem Dienst, wenn ich mit euch fertig bin. Schmerz fängt doch gerade erst an. Nehmt eure Belohnung und geht. Malora und ich haben noch einiges zu besprechen. Vielleicht könnte ich helfen. Ich weiß euer freundliches Angebot zu schätzen, aber darum kümmere ich mich lieber selbst. Jupp. Das gibt auch noch mein neues Rüstungsteil. So, und jetzt müssen wir die überflüssigen Mist machen und erst ins Wildland fliegen. Und dann hier wieder zurückzufliegen. Boah. Meine Fresse, dann zeigt es doch einfach nicht an.